Aber die meiste Kohle der Entwicklung steckt doch hier in dem Rücklicht drin, oder? Das ist doch wie Audi, ja? Da fährt er mal langsam so Matrix-LED-Licht hoch. Ja? Das sieht einfach nur geil aus. Hey Freunde, was geht ab? Wir sind hier mitten im Herzen von Berlins auf dem Reload Festival. Und was hier vorgestellt wird, das ist die Zukunft auf zwei Rädern. Elektrofahrzeuge, um genau zu sein. Elektromobils, Elektroroller, E-Bikes habe ich auch schon gesehen. Also querfeldein, eigentlich alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und die Fahrzeuge möchte ich euch heute mal vorstellen. Das heißt, wir gucken mal, was hinter uns abgeht. Und lasst euch überraschen, ich bin schon sehr gespannt. Ich dachte gerade an Kater Carlo. Hast du gerade gesagt, der Name ist Carlo? Genau, moin Leute. Das ist ja mal ziemlich cool in dem Fall. Ja, erzähl mal ganz kurz, wer seid ihr? Was macht ihr? Genau, ich bin einer der Gründer von Second Ride. Wir entwickeln Umbaukits, mit denen man Simsons, sowohl Schwalbe als auch S50, S51 auf Elektro umbauen kann. Genau, also wir haben, der Umbausatz besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal das Antriebsmodul, da haben wir einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit 3 Kilowatt Leistung. Hier vorne ist das Steuergerät oder der Wandler. Genau, die 3 Phasenkabel in Orange, weil wir Hochspannung haben, 72 Volt. Und das hier Volt. Oben ist die Zündkerze, oder? Genau. Nee, aber tatsächlich ist das hier so aus, die, ne? Vergaser-Gehäusekappe vom Originalmotor, ja, weil nämlich der Gasträger erhalten bleibt mit Seilzug, ja. Und hier drin ist tatsächlich der Original-Kolbenschieber mit Vergasernadel. Klasse. Der dann an einem Potentiometer quasi die Position vom Gasträger weitergibt. Okay, und hier hinter ist dann was? Elektrik oder Akku? Genauso wie es bei der Original-Simson ist, einfach nur das Zündschloss mit ein paar Kabeln, mehr nicht. Okay, fresh. Genau, das ist jetzt, hier ist der Akku drin, das lässt sich abnehmen. Und dann kann man hier, das steckt gerade im Ladekabel. Nein, ihr habt das in die Sitzbank integriert. Genau. Der ist ja genial. Und so kann man dann hier an der Tragelasche das mit in die Wohnung nehmen. Und das zu Hause aufladen. Und über welche Spannung und Kapazität sprechen wir hier? Das sind 72 Volt Nennspannung und ja, es hat Dampf, das Ding, das braucht man. Und 50 Kilometer Reichweite, super. 1900 Wattstunden. Klasse. Genau, und dann steckt man das hier so an. Zack. Und dann wird es hier aufgesteckt. Es gibt hier ein Schloss auf der Seite. Ja. Einfach. Und dann ist es safe. Und dann ist es diebstahlsicher. Was ist da? Da ist noch eine elektrische Schwalbe. Ist nicht dein Ernst. Die habt ihr auf Elektro umgebaut? Exakt. Seid ihr des Wahnsinns. Was würde denn so ein Teil kosten, wenn ihr, ich sag mal, das Fahrzeug direkt verkauft? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Darüber denken wir auf jeden Fall nach. Machen wir dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr wollen wir das über Partnerwerkstätten machen. Den Preis haben wir dafür noch nicht. Und jetzt kann ich rein elektrisch mit meiner Simson von 1983 einfach gefahrlos auf die Straße gehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass mich einer von dem Hocker runterholt, weil die Spritpreise viel zu teuer sind, die CO2-Werte explodieren und mein Öko-Gewissen schon kurz davor ist zu implodieren. Ist auf jeden Fall, genau. Ist so. Ja. Mega. Ey, Mann, was seid ihr für eine krasse Bude? Ich werde euch auf jeden Fall verlinken. Also ihr guckt bitte nochmal in die Videobeschreibung. Da findet ihr nochmal den Link zu diesen tollen Menschen, die dieses tolle Fahrzeug hier umgebaut haben. Wahnsinn. 1, 2, 3. Leute, krass, richtig krass. Aber die Schwalbe, ey, oh, da geht mein Herz auf. Da geht echt mein Herz auf. Ja, Freunde, neben der Schwalbe und der Simson geht's jetzt erstmal sportlich weiter mit Made in Germany. Die Firma Fetz, vertreten hier in Berlin, hat 1, 2 Fahrzeuge ausgestellt, um genau zu sein, ein Fahrzeug, wo der Name draufsteht. Und neben mir steht der Martin. Martin! Servus, grüß dich. Servus, du hast jetzt eine Minute Zeit, mir Fetz mal ein bisschen näher zu bringen. Und ganz ehrlich, ich will mal den Leuten zeigen, was sie hier erwartet mit Fetz. Wupp. Also das ist ja extrem futuristisch. Erzähl mal doch mal ganz kurz und knapp, was ist ein Fetz? Ein Fetz? Wie du siehst, ist ein super geiles Fahrzeug, super Design, fährt 45 km/h, ja. Ideal für die Stadt, ja. Hat Straßenzulassung, homologiert. Homologiert und ich sehe schon hinten den Radnabenmotor. Ja, mit welcher Spannung arbeiten wir denn hier? Mit 48 Volt. 48 Volt? Volt. Okay, und was, ganz wichtig, was haben wir hier für eine Leistung bei dem Motor? Ja, das ist, glaube ich, 3 kW hat, ja. 3 kW, das heißt, wir sind relativ schnell auf 45 km/h und ich nehme mal an, das Loch in der Mitte hier, das hat natürlich auch einen Sinn und Zweck, genau, dass man schneller an den Akku rankommt, oder? Das ist der Akku hier. Ja. Und du kannst hier praktisch da mit Expander, kannst du natürlich da jetzt deine Tasche, wenn du in die Arbeit fährst oder ja, in den gehst, kannst du deine Sachen da fixieren. Ja, mega. Was haben wir für eine Kapazität? Das sind 2 Kilowatt.
Kilowattstunden. 2 Kilowattstunden, das heißt Reichweite irgendwas zwischen 40 bis 60 Kilometer. Das Ganze bei 3 kW sieht natürlich ein bisschen aus wie ein E-Bike, ist auch, glaube ich, angelehnt. Ja, so ein Stück weit genau. Vom Design her und vom Gewicht her. Was wiegt das Ganze? Unter 50 Kilo wiegt es. Unter 50 Kilo. Und Preis, das ist ja noch viel wichtiger, Martin. Ich glaube, der Preis, den du hast angesiedelt, wird ja bei 8.000 Euro sowas liegen. Hast du Taschentücher hier? Ich muss mir mal ganz kurz die Tränen wegwischen. Ja. Nein, nicht deswegen. Mir ist warm. Ohne Scheiß. Mir ist wirklich warm. Ja. Okay, 8.000 Euro für Made in Germany. Das heißt, wird in Deutschland gebaut. Zulieferer kommen größtenteils aus Deutschland. Genau. Sehr innovatives Produkt. Vom Design her einmalig, glaube ich, weltweit. Ich habe sowas noch nie Vergleichbares gesehen bisher. Genau. Ja? Also schon was Feines. Und jeder, der wissen möchte, wie der Fetz fährt, der kann sowas bestimmt auch mal Probe fahren, oder? Nämlich logisch. Mal. Kommt morgen her, könnt ihr fahren. Seht ihr, entweder kommt er her oder ihr guckt mal unten in der Videobeschreibung. Da packe ich euch nochmal den Link rein von Fetz und dann könnt ihr einfach mal gucken, wenn ihr das nötige Kleingeld habt natürlich. Dann fahrt er mal hin, guckt euch das mal an und wenn nicht, nehmt er gleich einen mit. Wenn nicht Lieferzeiten sind, bis zu 3 Monate wahrscheinlich. Martin? Bis jetzt im Moment schon. Ja, also du wirst extrem rot, aber der liegt sicher nicht an der Sonne heute, oder? Klar. So, wir machen weiter. Vielen Dank an Fetz. Ciao, mega. Dank. Ja, nachdem wir jetzt ordentlich abgefetzt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, geht es jetzt nebenan an den Stand von Brekker. Das ist ein niederländisches Unternehmen, habe ich so noch gar nicht gesehen, höchstens auf Bildern. Und neben mir steht der... Niels Willems. Der Niels Willems, ja, von Brekker. Mensch, richtig geil. Erklär mir doch mal in einer Minute, was ist dieses was bedeutet dieses Fahrzeugkonzept für euch? 45 km/h, wen sprecht ihr damit an? Kommt ihr damit nach Deutschland? Was kostet der Spaß? Ja, wir kommen nach Deutschland. Wir sind schon in Deutschland. Sie können das auch kaufen in Deutschland. Ja. Was wir anders gemacht haben, wir nennen es auf Deutsch Petrol Tank. Ja. Aber eine Batteriebox und dann die Batterie as low as possible. As low as possible. Ja. Also ich sehe schon, ihr könnt hier eine Batterie und noch eine zweite Batterie reinpacken. Ja. Erklär mal ganz kurz, was haben wir hier für einen Motor verbaut? Einen Radnabenmotor? Ja, es ist ein 2,5 kW Motor mit einem Peak bis 4. Und die Akkus sind, eine Akku ist 2 kWh. Ja. Und mit einer kann man 50 Kilometer, 60 Kilometer fahren, also mit zwei das Doppelte. Also 50 Kilometer mit einem Akku, 100 Kilometer mit zwei Akkus, vielleicht auch ein bisschen mehr. Maximal 4 Kilowattstunden. Ich finde es ein sehr innovatives Konzept. Also wenn man sich das Ganze jetzt hier mal so anschaut, relativ dicke Reifen. Wir nehmen mal den gelben jetzt hier. Ja. Ja. Ist für Fahrer gedacht bis 2 Meter, sieht zumindest so aus, oder? Ja, ja, ich sag so. Und was auch neu ist, ist, dass wir auch nicht Lärm, aber Sound haben auf die Brekker. Echt? Ja, ja, ja. Es gibt hier eine. Ja, habe ich hier einen. Es gibt keine Akku in diese, also müssen wir dann mal. Müssen wir doch nochmal rübergehen. Ja, 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 kein Problem. Weil wenn man in der Stadt fährt und man hört ganz nichts, dann das ist nicht gut mit dem Fahrrad und anderen Leuten. Alles klar, es geht also darum, dass man wahrgenommen wird, ja, damit die Leute in der Geschwindigkeitszone 3 sind, die einfach auf die Straße rennen und wissen, dass da ein Brekker kommt. Ja, richtig. Ey, das sieht ja krass aus. Also die Sitzbank ist ja geil, also richtig schön durchgezogen hier. Ja, lass mal hören. Okay, also jetzt ist im An. Ja. Wie wir das machen, ist mit einer Shaker auf die Protection Plate. Ja. Er läuft jetzt nicht, also das geht ab im Volumen und Pitch, wenn man fährt. Okay. Und wenn man das fühlt, dann fühlt man das Shaken. Ja. Mal. Oh ja, ich fühle es. Ja, okay. Fühlt sich ein bisschen an wie der Ventilator zu Hause. Ja, und vielleicht können Sie das hören, weil ich. Hören Sie das ein bisschen? Ja, ja. Hört sich tatsächlich an wie ein Motorengeräusch. Ja, das, ist der das wird dann immer lauter, weil man schneller fährt. Was kostet das Ganze? 5.000 Euro? Ja. Und seid ihr damit schon in Deutschland vertreten? Ja, ja, es gibt einige, wie sage ich das, Plätze, Möglichkeiten, Händler. Ja? Richtig, danke, okay. Wo man das kaufen kann. Ja, cool. Also ich finde es richtig gut. Ich gucke mir das vor allem auch genauer an, Leute. Ich finde es auch toll, hier vorne hat man wie so eine Ablagemöglichkeit. Ja? Das heißt, man kann hier noch irgendwie sein Portemonnaie reinmachen oder was zu trinken. Ja. Klasse. Gibt es auch hinten die Möglichkeit, noch einen Topcase anzumachen? Ja, ja, so sieht man dort auf die Gelbe. Ach, schau mal hier, genau. Ja. Da sieht man das auch nochmal schön. Hier haben wir also nochmal Seitentaschen, also sehr modular und in den Niederlanden gefertigt oder kommt das aus Fernost, aus China? Nein, wir herstellen das in die Niederlande, also wir bauen das dort. Ja. Mega, ja. Mega. Also tolles Konzept, um die 5.000 Euro, Freunde, in Europa produziert, max 4,5 kW. Das Ganze auf wie viel Volt? Ja, 48 Volt. 48 Volt. Ja. Ja, klasse. Mensch, dann sagen wir erstmal vielen Dank. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann verlinken wir euch natürlich nochmal die Firma Brekker in der Videobeschreibung. Und ich sage erstmal vielen Dank und wir hören uns auf jeden Fall, weil das könnte echt ein Produkt sein, was für uns für den Store interessant ist. Wir reden weiter. Wir reden weiter geht's, ne? Mega. Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it one. Ja Leute, von Brekker geht's jetzt zu der Marke, die wir auch vertreiben, die ich liebe, die mir ab und zu auch Kopfschmerzen bereitet, aber trotzdem mittlerweile ikonisch verehrt wird von den E-Bikern da draußen. Super 7.
Super, Super 73. Ich wollte gerade Super 73 sagen, das hört sich ein bisschen Super scheiße 73. An. Super 73. Auch ja? Super 73 in Deutschland. Genau. Auch Super 73 in Deutschland gesagt. Genau. Wen habe ich jetzt hier? Wer bist du? Ich bin Felix. Ich bin der Verkaufsleiter von, ja. auf dem, der, vom deutschsprachigen Markt. Vom deutschsprachigen Markt. Genau. Und wir wollten uns jetzt mal ganz kurz hier deinen Stand angucken oder euren Stand in dem Fall. Erkläre mir doch mal so in einer Minute ungefähr, was macht die Marke Super 73 eigentlich aus? Und ich zeige den Leuten mal, was ihr für geile Bikes habt. Ja, gerne. Wir sind eine amerikanische Marke, 2016 entstanden mit einer Kickstarter-Kampagne. Das Bike steht da hinten, das ist unser erstes Modell. Hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt auf dem US-Markt und somit auch auf dem europäischen Markt. Und seit 2019 etwa verkaufen wir auch auf dem europäischen Markt. Das hier zum Beispiel ist unser RX-Bike, ein eher Offroad angelegtes Bike mit einer Full-Suspension. Ist eher was für, ich sage mal, wie du auch schon siehst, eher was für den Offroad-Bedarf. Und das war euer Prototyp hier, mit dem ihr damals richtig für Furore gesorgt habt? Genau, das ist unser Soundbox-Bike, eine Kooperation mit der dänischen Lautsprechermarke. Ja. Wir mussten den Frame etwas verlängern natürlich, um das Bike reinzubauen. Ja. Um dem Event auch hier ein bisschen gut zu kommen, haben wir noch unser Surfboard mitgebracht. Ja, fresh. Cool. Genau, wenn wir rein theoretisch wären wir sogar lauter als der Sound da hinten. Ihr werdet lauter als der Sound da hinten. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Das ist genau, das ein ist Custom Bike, ne? Nee, das ist das SG1. Das ist das ursprüngliche Bike, mit dem wir angefangen haben. Ist noch ein Stahlrahmen. Ja. Kommt etwa 2016 gebaut worden. Ja. Wurde von unserem Customized Manager Daniel umgebaut. Ist sein persönliches Rad. Krass. Hat noch sehr viel Beliebtheit. Sieht allerdings sehr, sehr geil aus. Nicht mehr zu kaufen auf dem Markt. Gibt es nicht mehr zu kaufen. Da hinten steht auch noch was. Komm mal ganz kurz mit hier. Wir gehen mal hier durch die Prärie und gucken uns mal da vorne die Super 73 RX an. Das Ganze im wunderschönen Türkis. Nee, das ist eine S2. Das ist eine S2? Ja. Ach, das scheiße, what the fuck? Leute, ich habe mich vertan. Das ist eine S2. Das ist auch ein Custom Model an das Porsche Crema Racing. Ihr habt das Slicks dran gemacht? Ja, genau. Ihr habt hier da ist sie, genau. Ja, geil. Ey, und ein Feuerlöscher. Könnte ja sein, dass die Hütte mal Feuer fängt in dem Fall. Ne? Wie schnell ist die? So in Serie oder 40 dann? Also das ist die US-Version mit dem Throttle, fährt etwa bis 50 km/h. Oh mein Gott, Leute. Ist aber ein reines Ausstellungsfahrzeug. Ja, natürlich. Also wir haben das wohl einmal haben wir das jemand fahren lassen. Und ja, das würde ich nicht machen lassen. Das würde ich nicht machen. Haben wir vor allem, dass mich nicht fahren. Drin. Das ist gar kein Problem in dem Fall. Ja, krass. Ihr habt auf jeden Fall eine Menge Produkte. Es kommt auch noch ein bisschen was Neues, habe ich gehört. Neues Modell Ende des Jahres. Wir wollen mal noch nicht zu viel verraten in dem Fall, aber irgendwie eine Mischung habe ich gehört aus RX und S2. Genau, es kommt das Z Miami, das ZG, das alte Stahlrahmenbike, ist obsolet, das werden wir Anfang nächstes Jahr nicht mehr verkaufen. Ja. Dafür kommt das Z Miami, das ist ein Zwischending zwischen dem ZX und dem ZG, kommt mit einem aushebbaren Akku. Aluminiumrahmen ist etwa 7 cm kleiner als das ZX. Also da geht noch ein bisschen was. Genau. Super 73, Super 73. Freunde, ich finde es richtig cool. Und vor allem die Bikes werden immer hübscher. Und da kommen, glaube ich, jetzt auch ein paar neue Farben von der RX raus. Habe ich zumindest gesehen? Wir haben hier die neue ZX-Farbe. Oh, die neue ZX-Farbe. Wir haben allerdings, da kommen noch mehrere dazu. Ja. Das ist das Algarve Green. Algarve Green. Vorher hatten wir die ZX nur in dem Moonrock und Storm Gray. Ja. Und bei dem S2 ist eine der neuen Farben das Bone White. Das ist ein bisschen ein matteres White. Das vorherige Weiß war so ein bisschen mehr glänzend. Also sieht richtig fresh aus. Ich freue mich auf die neuen Produkte, ich freue mich auf die neuen Farben. Und ich sage mal, den größten der Probleme habt ihr mittlerweile in den Griff bekommen. Ja, definitiv. Ja, wir haben lange und viel darüber gesprochen in dem Fall in der Vergangenheit. Man muss ja auch jeder Marke eine Chance geben. Sehr gut. Jeder, der mehr wissen will über Super 73, geht nochmal unten in die Videobeschreibung. Ich verlinke das Ganze nochmal auf die Herstellerseite und natürlich auf die Scooter-Seite. Ja, in Berlin könnt ihr das fahren und ausprobieren und natürlich auch kaufen. Felix, hat mich gefreut. Kicke, wie er sich freut. Ja, geil. Krieg ich jetzt ein Bier? Natürlich. Okay, Bier? Nee. Das war ein Scherz. Aber der Blick war geil. Da kann ich ja mal fragen, ja? Mega. Weiter geht's.
money, the bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Geführte 25 Super 73 später geht's jetzt weiter zu Black Tea Motorcycles, Freunde der Nacht. Mir war so, als hätten wir die Black Tea erst vor ein paar Monaten testen dürfen. Was gibt's Neues, mein Lieber? Sag mal. Hi. Was gibt's Neues bei Black Tea Motorcycles? Also wir haben Namen verändert und wir haben neue Modelle. Erklären wir mal ganz kurz und knapp die wichtigsten Fakten jetzt hier, was die Geschwindigkeit betrifft und den Preis. Genau, 45 km/h maximal, also für einen Autoführerschein oder Moped-Führerschein, deswegen auch kleines Nummernschild. Ja. Es ist für zwei Leute zugelassen mit Beifahrerfußrasten. Du hast entnehmbare Batterien und es passen bis zu zwei Stück rein. Geliefert wird eine, 50 Kilometer Reichweite. Ja. Und wenn du willst, kannst du eine zweite reintun, da hast du 100 Kilometer Reichweite. Mega. Was gibt's noch Neues? Dann haben wir die Bonfire E und die Bonfire X. Hier hast du die Bonfire X. Das ist schon eine Elektro 125er. Ah, also L3E, ja? Genau, also kannst du auch mit dem B196 fahren. Ja. Genau, sieht von außen genau gleich aus, aber er hat von innen drin doppelt so viel Power. Also bis zu 8 kW Spitze. Ja. Und den Schlüssel habe ich gerade nicht hier, aber hier sind zwei Batterien drin. Und das ist die Besonderheit, die sind in Reihe geschaltet. Genau, deswegen hast du hier 100 Volt, also Hochvolt, und die haben ordentlich Power. Das heißt, was kostet der Spaß? 5.900. Und was kostet die was gerade? 4.200 Euro. Und ist alles in München hergestellt. Alles in München hergestellt. Und die Modelle da hinten? Das sind auch alles Bonfire S. Alles Bonfire S, ja. Genau, die Bonfire E ist quasi die hier, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Und fährt dann 80 km/h offen. Ah, aber geil. Er läuft auch mit einer Batterie. Krass, auch mit einer Batterie 80 km/h? Genau. Das ist schon eine Besonderheit. Genau, und ist ab 4.600 verfügbar. Geil. Und jetzt haben wir hier nur noch mal andere Farben in dem Fall. Matt schwarz und genau, Silber. Genau, Silber, genau, grau. Oh Mensch, ey, die Bikes sehen immer geiler aus. Das wird, Freunde, das wird. Ich bin echt positiv überrascht. Vor allem für große Leute halt echt gut geeignet. Wie groß bist du denn? 1,85. Setz dich doch mal rauf. Genau, ich kann hier mal zeigen. Ja komm, probier mal da. Und zwar haben wir jetzt einen neuen Lenker. Der ist ein bisschen höher, ein bisschen weiter. Ja. Wir haben eine neue Fußrastenerweiterung, die ist da dran. Da sind die Fußrasten tiefer. Ja. Da haben wir auch hier dran. Ja. Wir haben hier die Accessoires, wir haben LED-Blinker, neue Spiegel auch, wenn man möchte. Also kann man viel neue Accessoires holen. Also echt schon eine ganze Menge, was er jetzt aus dem neuen Modell rausgeholt hat. Und das Ganze zu einem bezahlbaren Preis und gebaut in München. Genau. Wie macht ihr das? Sehr effizient arbeiten. Genau, wir sind nur drei Leute momentan, also ein kleines Team. Wow. Genau, und, also das ist schon schwer beeindruckend und ich finde das sehr, sehr krass, weil du sie halt eben von einem Verbrenner erstmal auf den ersten Blick gar nicht unterscheiden kannst. Ja, ja, also dass jeder, der vielleicht früher mal eine MZ oder so hatte, ja, oder eine Simson Schwalbe, habe ich ja für uns auch ein paar Jungs gesehen, die bauen Simsons immer auf Elektro. Ja, genau. Das ist der Knaller, ja. Der wird sich hier pudelwohl fühlen, weil es halt eben auch für große Personen echt schön geeignet ist und vor allem bezahlbar. Ja. Mega. Mir gibt es noch irgendwas zu sagen? Das war's. Die Box wird noch ein bisschen schöner in Zukunft. Ja, die Box wird ein bisschen schöner. Wir verlinken euch mal ganz kurz Black Tea Motorcycles, Motorbikes, um genau zu sein. Und in der Videobeschreibung. Ich freue mich, dass sie jetzt hier wieder am Start sind und mit neuen Produkten vor allem auch vorhalten. Klasse, so muss es sein. Das Leben geht weiter und die Elektromobilität wächst. Und wir wachsen auch, und zwar in die nächste Richtung. Jo, weiter geht's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja? Hast du noch eine kleine Faust von mir? Krieg ich noch mein Mikrofon wieder? Ja. Gib mal her. Kriegt jetzt der nächste. Ja, alles klar. Danke euch. Ciao, ciao. Tschüss. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So what? Ja, Leute, hier ist echt eine ganze Menge los. So viele E-Fahrzeuge, E-Motorräder habe ich auf einen Fleck ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, außer auf der EICMA vielleicht in Mailand. Aber ich habe hier noch einen Stand ausgemacht, und zwar von der Firma DAP. Ja, also sehr innovativ und futuristisch die Bikes jetzt hier. Ich will sie euch zumindest mal zeigen. Leider spricht jetzt der Kollege, der jetzt hier den Stand betreut, kein Deutsch und nur Französisch und ein bisschen Englisch. Trotzdem möchte ich euch jetzt diese Fahrzeuge, die ich als sehr innovativ jetzt hier empfinde, also jetzt hier zum Beispiel dieses Rollermodell mit dem Transparenten, wo dahinter der LED-Scheinwerfer ist, ja. Also sowas finde ich schon ziemlich geil. Ich werde euch die Brand auf jeden Fall nochmal verlinken, damit ihr euch diese Fahrzeuge nochmal im Detail angucken könnt. Also es scheinen zumindest auch schon Fahrzeuge zu sein, die hier vielleicht auch ein Kennzeichen bekommen, in dem Fall wahrscheinlich ein kleines Kennzeichen, 45 km/h, tippe ich jetzt einfach mal drauf. Es sind leider keine technischen Daten hier vorhanden, man muss irgendwie einen QR-Code einscannen, aber leider habe ich ja auch nur zwei Hände zur Verfügung, mit der einen welche wild gestikulieren und mit der anderen halte ich natürlich die Kamera. Aber es sieht schon ziemlich fresh aus, also vom E-Roller bis zur Supermoto.
Eine riesigen Federgabel vorn, guckt euch das mal an, das sieht so geil aus. Da sind jetzt natürlich keine Spiegel dran und wenn ihr euch die Reifen anguckt, ist das wahrscheinlich eher was für einen Rennbetrieb. Aber das ist doch die Zukunft, oder? Also gerade was das Design hier betrifft, Vorderlicht, Rücklicht, hier zentrales Federbein, ja, das sieht schon ziemlich heftig aus. Ja. Was wird sowas kosten? Wahrscheinlich auch nachher 10, 15, 20.000 Euro, damit musst du wahrscheinlich schon rechnen. Das ist auf jeden Fall ein zugelassenes Modell. Hier sieht man das nochmal schön mit so einer Stollenbereifung. Hinten haben wir den Kennzeichenhalter dran, zentrales Federbein, Mittelmotor. Und ich möchte euch das Ganze, wie gesagt, nochmal verlinken. Und hier vorne, schaut mal, da ist so ein Display. Ja. Was das jetzt konkret darstellen soll und welche Hinweise man da bekommt, kann ich euch nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich futuristisch. Geht also gerne mal auf die Webseite von den Jungs von DAP. Ja. Und das soll es jetzt erstmal hier mit diesem Stand gewesen sein. Wir gehen einfach mal weiter und gucken mal, was es noch so gibt. DAP sind wir durch und jetzt geht's zu Sohl und ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor ein paar Jahren war ich auf der Messe und da durfte ich dieses total verrückte und futuristische Fahrzeug schon einmal kennenlernen. Und neben mir steht erneut der Manuel. Der Manuel von Sohl. Ja, schön, dich wiederzusehen. Ja, geil, oder? Also man sieht sich irgendwie immer zweimal im Leben letzten Endes. Erzähl mir doch mal kurz und knapp, was macht ihr? Was ist die Botschaft von Sohl? Warum baut man so ein Fahrzeug? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Und wann geht ihr damit an den Start? Was kostet der Spaß und wie viel Power haben diese Teile eigentlich? Also im Prinzip geht es bei Sohl erstmal darum, Gewicht einzusparen, eine einfache Konstruktion zu haben. Letzten Endes Gewicht ist Reichweite, also wir haben hier 65 Kilo Gesamtgewicht, ja. Aluminiumkonstruktion, ja. Batterie sitzt im Oberrohr, ist nach hinten entnehmbar, kannst du extern laden. Was, also jetzt erklär mal, was wiegt jetzt der Sohl, so wie er jetzt hier 65 steht? Kilogramm. Okay, und die Zuladung ist wie viel? 150 Kilogramm. Und ihr habt einen Radnabenmotor hinten? Genau, Radnabenmotor, 4 kW und 6 kW, zwei Geschwindigkeitsvarianten, 45 km/h und 80 km/h. Also ihr habt L1E, L3E und das Ganze noch förderfähig mit der THG-Quote, wenn ihr bei der L1E eine freiwillige Zulassung macht. Total interessant. Jetzt sehe ich hier schon den Akku. Das ist also der Akku für den Sohl. Das ist ein riesen Akku. 2,5 Kilowattstunden, ja. High-Discharge-Zellen von LG verbaut. Geil. Akku nimmst du, genau, kannst du hinten in das Oberrohr einsetzen. Ja. Wird im nächsten Fall so sein. Okay. Kannst den direkt austauschen oder wieder laden. Genau. Sehr, sehr cool. Wie weit komme ich jetzt mit dem Akku? Bis zu 90 Kilometer. Klar, wow. Ihr kennt es. Es kommt darauf an, wie viel Gewicht, Temperatur wie und viel so weiter. Gewicht und Temperatur. Genau. Ganz genau. Aber was hat euch denn dazu bewogen, diese Konstruktion zu wählen in dem Fall? Hat ja so ein bisschen was von einem Victory-Zeichen. Und ich meine, ja. Das Thema Frieden ist ja jetzt in aller Munde. Ja? Und letzten Endes ist es natürlich auch hart für euch. Ihr wolltet, glaube ich, dieses Jahr schon launchen, habt es aber leider nicht geschafft, weil natürlich auch so ein paar Sachen dazwischen kamen. Jetzt erklär doch mal, wann geht es bei euch los und was kostet der Spaß? Wir bauen die V-Serie 100 Bikes im September, Oktober diesen Jahres auf. Genau, Serie startet dann Anfang nächsten Jahres. Die kleine Variante kostet 5,9, die große 6,9 mit inklusive schon 19% deutscher Mehrwertsteuer. Sag mal, die meiste Kohle der Entwicklung steckt doch hier in dem Rücklicht drin, oder? Das ist doch wie Audi, ja? Da fährt er mal langsam so Matrix-LED-Licht hoch. Ja? Das sieht einfach nur geil aus. Das sieht einfach nur geil aus. Emotionen. Jetzt will ich auch von vorne auch nochmal sehen hier. Zünd den nochmal. Guck dir das mal an. Ja, das sieht doch einfach nur krass aus. Ja? Das sieht einfach nur krass aus. Also man kann sich jetzt bei euch schon auf die Liste eintragen lassen. Genau. Eine Vorbestellung tätigen. Nächstes Jahr ist dann die Auslieferung. Exakt. Okay, 2 Jahre Garantie. Ja. Gibt's auch. Ja, ja, mega. Made in Germany. Also dann hoffe ich, dass wir uns nicht in 3 Jahren wiedersehen und du mir dann das jetzt launchen, sondern dass ihr wirklich nächstes Jahr mit diesem futuristischen Sohl an den Start geht. Ich habe mich mega gefreut und jeder, der mehr erfahren möchte, der guckt bitte unten in die Videobeschreibung. Wir werden die Firma Sohl nochmal verlinken und natürlich auch quasi den Link für die Vorbestellung. Ganz wichtig. Ja, ja, bestellt. Dank dir. Also ist es, hast du sowas Ähnliches schon mal gesehen? Nein. Ihr seid die Einzigen, ne? Ja. Ihr seid die Ersten? Ja, ja. Mega, okay, alles klar. Komm, die Kunden warten. Ja, weiter geht's, Freunde. Ich kann dir das wirklich zeigen. Mega interessant, mega interessant. Ja, das hat ja jetzt gar nicht so lange gebraucht, bis wir das nächste Zelt erreicht haben. Also mit so sind wir fertig. Sehr, sehr toll. Tolles Konzept, witzige Idee. Nächstes Jahr gehen die Jungs und Mädels an den Start. Und wir sind jetzt angelangt an dem Zelt von Verge. Und Verge lassen wir einfach mal für sich sprechen. Wir lassen mal Bilder sprechen, ja? Los geht's. Ja, Freunde, für alles super Nerdigste draußen, ich weiß, dass euch die Verge TS ordentlich wegflasht. Das ist ja auch kein Wunder, wenn man sich den Motor hinten anguckt, ja?
Also 80 kW bis zu 300 km Reichweite, 180 km, das Ganze mit 1000 Newtonmeter, da schiebt es mir mal gleich ein Lächeln quer ins Gesicht, 15 Minuten gleich 100 km Reichweite und das Ganze für 25.000 Euro plus Steuer. Ja, da kommt also ein bisschen was auf euch zu. Über 30.000 Euro müsst ihr auf jeden Fall rechnen, dafür habt ihr auf jeden Fall ein sehr, sehr individuelles Gefährt. Ja, und der Motor, ja, das ist krass. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, ja. Das kann man ja nicht, Radnermotor kannst du ja gar nicht sagen. Das ist ein Hinterradfelgenmotor. So sieht das eigentlich schon eher aus. Verrückt, absolut verrückt. Weiter geht's. Die Ratchet-Nummer-Wand dürften wir schon mal fahren. Das ist jetzt ein gutes halbes, dreiviertel Jahr her. Fast ein Jahr, würde ich sogar fast sagen. Ja. Kennt ihr bereits, kostet natürlich jetzt auch nicht wenig Geld. Ist ein skandinavisches Fahrzeug in dem Fall. Da liegst du dann auch mal schnell zwischen, ich glaube, 13.000, 14.000 Euro. Sind da kein Problem bei so einem Fahrzeug. Ne? Also das ist natürlich eine schöne Alternative, wenn man es klassisch mag. Ja. Also Ratchet-Nummer-Wand ist jetzt natürlich nichts Neues. Was aber neu ist, ist die Alrendo. Ja, die habe ich jetzt so noch gar nicht gesehen in dem Fall. Das ist jetzt schon eines der größeren Bikes. Und das erinnert mich natürlich dann schon ganz klar an die Klasse der 600er oder vielleicht auch die Klasse der 1000er. Denn wenn wir uns hier mal das Hinterrad angucken oder gegebenenfalls auch eine Zero, ja, dann geht das schon ganz klar in die Richtung. Dieser Alrendo kommt jetzt hier aus Tschechien. Ja, und das ist schon ein ordentlicher Karenzmann, vor allem wenn man sich jetzt hier mal die Sitzbank anguckt. Also alles sehr ergonomisch gemacht. Der Tank sieht wirklich so aus, als wenn man hier gleich Sprit reintanken könnte. Und dann haben wir vorne noch ein großes Display, ja, wo ihr dann alle technischen Daten ablesen könnt. Also das ist schon ein sehr interessantes Fahrzeug. Preis habe ich jetzt noch nicht ganz im Kopf. Irgendwas zwischen 10.000 und 11.000 Euro. Vorne auch mit einer vernünftigen Bremsscheibe. Schaut mal hier sogar Doppelscheibenbremse. Das ist natürlich schon mal richtig geil. Aber vom Design wirkt die extrem markant. Ja. Also das ist halt eben auch genau das, dieses geschlossene, du siehst halt eben keinen Motor mehr, keinen Auspuff, ja. Du siehst hier nur diesen Mittelmotor mit diesen drei Starkstromkabeln. Dann hast du hier noch dieses zentrale mittlere Federbein. Und die hintere Schwinge sieht ein bisschen so aus, als wenn sie gerade aus dem 3D-Drucker kommt. Interessantes Konzept auf jeden Fall. Ich werde mal versuchen, dass ich die in den nächsten ein, zwei Monaten noch fahren kann und darf. Ja, jetzt hau doch mal raus, was kann denn die Alrendo eigentlich? Also wir haben hier Spitzengeschwindigkeit von 135 Kilometer, 11 kW Leistung und über 400 Kilometer Reichweite. Und der Akku, der hat hier sogar 17,4 kW. Ist ja eine ganze Menge. Also wenn ich das jetzt mal mit einer Zero vergleiche, ich nehme genau. SRS mit Powertank. Alter Schwede, ey, da bin ich auch mal schnell bei 30.000 Euro, ja? So sieht das aus. Da sind wir jetzt hier bei 11.200 Euro. 11.200 Euro. Ladezeit? Ungefähr. Ungefähr zwischen 4 und 5 Stunden und da ist das auch schon aufgeladen. 135 km/h ist ein Hammer. Die Reichweite, finde ich, ist echt ein Knaller. Also jetzt sagen wir mal realistisch nachher, 250 bis 280 Kilometer. Ist wahrscheinlich realistisch. Richtig, wenn man viel auf der Bahn ist. Genau, wenn man im Stadtverkehr unterwegs ist, kommt man 250, 280 km/h. Ist ein realistischer Wert, denke ich nämlich auch. Ihr seid jetzt mit der Alrendo gestartet. Genau, ja? Richtig. Die gibt es also jetzt bei euch in Spandau, kann man Probe fahren. Und bei uns kann man Probe fahren. Wir befinden uns auf der Motorworld in Spandau. Ja. Das ist der Zitadellenweg 28B. Ja. Kommen Sie gerne vorbei und fahren Sie das Fahrzeug Probe. Ja. Also die Bilder sind schon mal gut. Ich will auf jeden Fall mal so ein Teil fahren. Das heißt, ich komme auf jeden Fall bei euch mal vorbei und dann probiere ich das mal aus. Und dann könnt ihr ja gerne noch ein bisschen Werbung machen für die Maschine. Ich finde es rattengeil, mega. Der Preis ist heiß, 11.200 Euro. Wir haben jetzt lange genug drauf gewartet. Und gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen jetzt zum Abschluss? Dass es einfach mega Spaß macht. Okay, alles klar. Ich verlinke euch die Jungs nochmal, ist ja ganz klar. Ja, guckt also einfach nochmal in die Videobeschreibung. Die Bilder waren ja schon mal nicht schlecht. Und dann gucken wir nochmal drüben bei Ovao Bike. Kenne ich noch gerne. Oh, wieder was Neues, ja. Gut, war schön mit dir. Hat Spaß gemacht. Ja. Also Freunde, ich finde das Bike sieht schon mal richtig heiß aus. Hier gibt es auf jeden Fall verschiedene Versionen, MCRH, MCRM und noch irgendeine andere Version. Auch verschiedene Geschwindigkeitsklassen. Ich sehe hier 11 kW, Max 17 kW in der Peakleistung oder 7 kW mit 9,1 kW in der Peakleistung. Es wird vielleicht auch eine 45er Version geben. Was der Spaß kostet, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein komplett neues Produkt, was wir vielleicht schon im nächsten Jahr auf deutschen Straßen sehen. Ich lasse mich überraschen und wenn ich die Möglichkeit bekomme, das Ganze noch mal irgendwann zu fahren, werde ich es auf jeden Fall machen. Ihr habt es mal gehört, die Firma Ovao Bike. Interessant. Ja, oh ja, guckt euch mal den Roller an, das sieht ja richtig geil aus. Das ist der CTX. Fantastisch. Mal was ganz anderes.
Ja, Leute, nach 3 Stunden neigt sich unser Messebesuch dem Ende. Ich habe mal versucht, nicht ganz so viel in mein Gesicht zu filmen und euch mehr die Fahrzeuge zu zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht euch euer eigenes Bild. Die entsprechenden Links zu den einzelnen Herstellern und Webseiten findet ihr unten nochmal in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich einfach total, dass ich ungefähr 70% der Leute hier schon kenne. Ja, das zeigt auch, dass wir einfach eine Community sind. Eine starke Community. Eine Community, die auf jeden Fall wächst. Und ja, jetzt hat es gerade geklingelt, da ist einer hingefallen. Das kommt davon, wenn man, naja, egal. Ihr macht jetzt bitte nur noch eins, klicken, liken, abonnieren, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mir hat Spaß gemacht. Das Event findet auf jeden Fall noch 2 Tage lang statt, Samstag und Sonntag. Sollte das Video also am Samstag online gehen, habt ihr noch Chancen, hier eine Probefahrt zu machen und euch das Ganze mal ein bisschen genauer anzusehen. So, das war's von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, ich bin im Arsch. Bin echt im Arsch. Hey!